Jetzt 1 zu 1 das gleiche wie Simax, was er mit meinem Video gemacht hat. Achtung Chat, let's go. Leute, was geht? So lange ersehnten Haustour, kommt erstmal rein. Bevor wir aber mit dieser Haustour starten, von diesem geisteskranken Designerhaus in der Barcelona Innenstadt, so will ich erstmal eine Sache sagen. Bevor jetzt irgendein Max hier kommt, in die Kommentare schreibt oder darauf reagiert, ja Diggi, das mit den Möbeln würde ich anders machen und so. Ist aber wir echt chillig. Konnten uns die Möbel leider nicht ist aussuchen. Wir werden auch nie wieder irgendetwas Möbliertes mieten. Aber wir werden in ein paar Monaten hier ausziehen, denn sobald man wieder reisen kann, wird hier eine neue Sehenswürdigkeit entstehen. Und deswegen ist alles nicht perfekt eingerichtet. Glaubt ihr, der hat Hose? Glaubt ihr, der fickt? Glaubt ihr, der fickt? Chat, glaubt ihr, der fickt? Wenn der fickt, dann bestimmt nur so Deutsche. Oder? Hm. Aber wir haben euch die Haustour versprochen und deswegen kommt sie jetzt. Wir fangen direkt hier in der uninteressantesten Ecke an, wie immer. Also, hier in Spanien ist es gewöhnlich, dass man so einen Rolli hat zum Einkaufen. Dann haben wir hier einen Kleiderständer, ein paar Bälle, Regenschirme. Hier tun wir immer unsere Wäsche aufhängen. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht unkommentiert lassen. Ich krieg das nicht hin. Ich kann das nicht unkommentiert lassen, Chat. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich muss... Digga, ich kann das doch nicht unkommentiert lassen. Der sagt gerade einfach, in Spanien ist es üblich, dass jeder so einen Rolli hat. Ich krieg das nicht hin. Ich kann mir das nicht angucken, ohne dabei ruhig zu bleiben. Wie soll ich das machen, Alter? Junge, ich mute dich einfach. ADHS-Kick einfach, Digga. Junge, Junge, Junge. Als ob jeder so einen Rolli in Spanien hätte. Als ob. Still sein. No fucking way. Hier E-Scooter. Nicht geliehen, sondern selber eingekauft. Voll viele haben sich hier in Barcelona auch eingekauft. Beste Investition. Ellie, ihre, wurde einfach geklaut am Strand. Also hier ist auf jeden Fall die Kriminalität etwas höher. Hier wäre normal. Ach, das war kein Mietscooter? Ich bin mit meiner App dahin gegangen und hab draufgedrückt und bin einfach weggefahren. Das war ja gar kein Mietscooter. Dann war das der von Ellie und ich hab mich schon gewundert, dass der entsperrt gewesen ist. Ja, okay. Ey, sorry, so wusste ich nicht. Also so wusste ich wirklich nicht, Dicker. So, woher? Boah, ey. Aber hat sich gut gefahren, das Ding, wirklich. Normalerweise in den Schrank hingekommen, wo wir Lebensmittel etc. gelagert hätten. Aber wir dachten uns, okay, das machen wir alles in unserer neuen Wohnung bzw. in unserem neuen Haus, wo nichts möbliert sein wird, wo wir alles selber aussuchen können. Dann kommen wir zur nächsten Ecke. Zum Beispiel hier ist die Elektrizität. Digga. Junge, 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 Junge. Kennt ihr, wenn man sich fragt, wann, also normalerweise ist ja so, dass man als Baby quasi, man spawnt ja quasi, man wird ja geboren und man atmet ja instant. Und bei verschiedensten Leuten frage ich mich immer, wie viele Sekunden waren dazwischen? Ne? Versteht ihr? Bruder. Egal, jeder weiß, was du meinst. Ja. Dann haben wir hier unsere Skateboards. Hier, dieser Schrank, richtig. Absolut nice. Ja. Einfach auf der Straße gefunden, bisschen sauber gemacht. Digga, der wurde auf jeden Fall 10 von 10 abgezogen. Und jetzt benutzen wir den. Hier eine richtig geile Pflanze. Mann, hör mal auf so rumzuschreien, Simson. Pflanze, hier tun wir immer unsere Sachen ablegen und sonstiges. Schaut mal, so sehen die Fahrkarten hier in Barcelona aus. Dann tun wir hier immer Caps und sonstiges ablegen. Ja. Hier ist unser Wäscheständer, da ziehen wir immer unsere Schuhe an. Und an. Ich bin mir sicher, dass sie nicht immer die Schuhe da anziehen. Ich glaube, das ist eine Lüge. Ich glaube, er zieht die Schuhe auch manchmal woanders an. Und da sieht man es wieder, der lügt. Freshes Pig auch. Hier Taro sein Fressi und sein Trinki. Dann war das jetzt so der Eingangsbereich grob. Man hat schon die Treppe hier gesehen. Und kommen wir zum Küchenbereich. Für mich persönlich, die Küche ist extrem geil. Das stimmt. Allein wegen dieser Insel hier in der Mitte gibt nichts Geileres zum Kochen. Dann haben wir hier ganz normal Waschbecken, Herd. Er sagt nichts Geileres zum Kochen, aber der Herd ist hier vorne. Gotcha, Bro. Hier ist der Ofen, Waschmaschine, Spülmaschine. Hier sind die ganzen Teller und alles gelagert. Ellies Gewürzding, worauf sie sehr stolz ist. Leute, ich bin so stolz. Wollte ich nur kurz zeigen. Dann
Imagine, dich fragt jemand, so was, worauf bist du im Leben stolz und sagst du, mein Gewürzregal. Da haben wir hier jetzt noch so einen kleinen... Ja, Essenswagen. Genau, Essenswagen. Dann denkt ihr euch hier so, okay, da ist der Kühlschrank und hier kommt nichts mehr. Hier haben wir einfach noch eine Toilette, wo wir immer die Putzsachen lagern und halt Gästetoilette quasi, wenn Gäste am Start sind. Also hatten die jemals Gäste in dem Haus? Also das ist auf jeden Fall sehr wild. Okay, tschüss, Taro. Wenn der rauskommt. Alter, hops genommen den Hund. Der hat den Hund hops genommen. Kann mal jemand Peter Bescheid geben? Dann hier, Alter, wisst ihr noch, in unserer alten Wohnung in München, zu kleiner Gefrierfach-Kühlschrank. Das mit dem Rollendings beim Einkaufen ist Bullshit. Ich bin Spanier und bei uns haben das nur Omas beim Einkaufen dabei. Ja, gelogen. Schrank, alles. Einfach hier, so ein fettes Gefühl. Weißt du noch, wir mussten einfach im Winter unser Ben & Jerry's Eis draußen im Schnee lagern, weil das Gefrierfach viel zu klein ja, war. Ja, und viel zu schlecht. Grüße gehen raus an meinen alten Vermieter. Dann hier auch. Alter, einfach alles komplett vegan. Für sehr viel Gemüse. Ja, für die Leute, die es noch nicht wissen, wir sind einfach vegan. Seit über 2 Monaten. Sorry, falls ihr es noch nicht... falls noch keiner mitbekommen hat, ich bin übrigens Vegetarier. Nur, dass das mal hier im Raum, also dass es feststeht. Ich bin ein guter Mensch, ich bin Vegetarier, ne? Nur, dass ihr es wisst, vielleicht an der Stelle. Könnt ihr das vielleicht klippen und überall teilen, diese Info. Dankeschön. Dann kommen wir in Mexiko bei Bacon essen. Direkt zum Wohn- und Essbereich. Die Terrasse zeigen wir euch jetzt nicht, weil wir nicht ganz fertig sind. Wer wissen will, wie die Terrasse grob aussieht, zieht euch einfach das allererste Barcelona-Video rein. Das heißt, wir wandern aus nach. Und oder schaut auf Airbnb. Genau. Got you. Dann kommen wir zu dem ersten Stück von den ganzen möblierten Sachen, wo ich sagen muss, dass Simon seitdem übrigens und zwar dieser silberne Esstisch hier, den würde ich sogar in unsere andere Wohnung mitnehmen. Ja. Der ist wirklich sehr. Darfst du nicht, weil. Aber wild. Stühle kann man auf jeden Fall optisch geiler gestalten. Dann kommen wir jetzt zu dem Bereich, wo wir selber gesagt haben, okay, Couch ist nicht so geil, gar nicht wild, gefällt uns selber gar nicht. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Wollten wir selber neu beziehen. Aber wie gesagt, wir sind hier ein paar Monaten draußen. Dann haben wir hier auch noch 2 Bilder aufgehangen. Hier ist der Fernseher, Nintendo Switch. Wenn zum Beispiel Kollegen vorbeikommen, dann spielen wir immer Mario Party. Digga, mir sagt jemand, bist du obdachlos geworden? Kollege. Da hinten ist ein Pool. Ich will jetzt nicht angeben. Ja? Da hinten ist ein Pool. Zwei Damen genießen das Leben. Ja, da ist ein Whirlpool. Ja, ich bin obdachlos geworden. Ich bin in diesen Garten hier eingebrochen und habe mein Setup hier aufgebaut. Mario oder Mario Kart, auch richtig geil. Das war es jetzt eigentlich mit dem Küchen-, Wohnzimmer- und unteren Bereich im Erdgeschoss. Jetzt gehen wir direkt nach oben und allein diese Treppe hier von der Optik zu wild. Dann kommt hier erstmal ein Bild. Von Messi. So, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Messi gehört einfach diese Stadt. Also, ich glaube nicht. Dann haben wir hier noch ein Bild von Pelé. Sieht auch zu wild aus. An alle Ronaldo-Fans, wie gesagt, ich finde Messi und Ronaldo gleich gut. Ich stelle mich auf keine Seite, nur wäre es ein bisschen komisch, wenn ich in Barcelona... Ich finde Trimax besser. ...ein Bild von Cristiano Ronaldo in meinem Haus hängen haben würde. Dann haben wir hier... Messi ist Argentinier, ja, aber der hat ja bei Barcelona gespielt, deshalb gehört ihm das jetzt. Hier, einen richtig geilen Spiegel, der ist richtig den geil. Wir auf dem Flohmarkt einfach der ist ergattert geil. Haben. Der passt auch sehr gut von der Einrichtung geil aus. Da rein. Ja. Und jetzt kommen wir der zum ist richtig Ecke. Geil, der Spiegel. Das ist ein diese richtig Vision geiler Spiegel. Hat der Elli und ich finde, das sieht so wild aus. Ja. Das sind Schallplatten. Ah, okay. Und hier habe ich die geschmolzen, dass man so Pflanzen draufstellen kann. Das ist sehr und geil. Schaut mal. Das ist sehr kreativ. Das habe ich, das ist sehr, sehr geil. Einfach auf Pinterest. Wenn du hier so drauf schaust, einfach dieser Durchgangsbereich übergeil. Sieht so wild aus. Sieht so geil aus. Das hat so einen geilen Vibe, meiner Meinung nach. Beleidigung von wem, wer will beleidigt werden? Ach, Digga, komm. Caro 2005. Schmutz, komm. Scheiß auf deine 100.000 Punkte, wirklich.
Ganz ehrlich, Karos, ist mir scheißegal. Hier noch ein Bild von Ronaldinho. Mhm. Wer sich auf jeden Fall an diese Szene erinnern kann, Alter. Ja, ja, ich erinnere mich. So wild. Dann haben wir hier jetzt noch eine Abstellkammer, muss man aber nicht großartig zeigen. Dann sind hier noch ein paar Bücher. Sehr geil. Ein paar Dekorationssachen von uns. Sehr geil. Hier eine Kiste mit bisschen Schmuck. Da ist auch Ellis Schmuck. Hier zwei Schallplatten von Juice WRLD. Ganz kurz, hatte ich mir das auch Ellis Schmuck. Ein interessanter Einmachgläser hier, ne? Das sind interessante Einmachgläser. Scheinbar sind das Marmeladenfans. Ich nehme an, dass die, das sind Marmeladen. Das ist für Marmeladen gewesen wahrscheinlich. Ein Schelm, der jetzt da etwas anderes vermutet. Entweder sind da Marmeladen oder Heilsteine drin, ne? Ja, ja, nee, klar. Oder, ja, genau, ja, ja. Hier zwei Schallplatten von Juice WRLD. Dann haben wir hier jetzt das Gaming- bzw. Arbeitszimmer. Was ich sehr, sehr geil finde für Livestreams, dass man diesen Hintergrund hier hat. Ja, der ist sehr geil. Wir haben so ein paar Sachen mitgenommen aus München bzw. Deutschland, zum Beispiel ein paar Pokale von mir. Hier mein silberner Playbutton und was auch sehr, sehr wild ist, was ich euch empfehlen kann, wenn ihr in Barcelona seid. Geht zu Straßenkünstlern. Genau, an der La Rambla. Ja. Am For You Page, danke schön für den Sub. Das ist sehr geil, das Bild. Das ist ein sehr geiles Bild. Das ist ein sehr geiles Bild. Schade, dass ihr es noch nicht aufgehangen habt. Das ist ein sehr geiles Bild. Das ist sehr geil. Und lasst euch zeichnen. Hier sind meine alten PS3-Games. Ich habe so Bock, mir eine PS3 zu holen und die alle wieder auszuprobieren. Habt ihr gehört? Ellis PS3-Games. Einfach Alter. Black Ops. Checkt ihr das? Alter, das ist ja krass, Digga. Ich würde das wegpacken. Monte kauft das für 100.000 Euro ab. Das ist sehr viel Geld wert. Auf jeden Fall, ja, das ist auf jeden Fall der Bereich. Dann haben wir hier jetzt ein paar Bilder aufgehangen. Sind noch nicht ganz fertig. Sind die ausgedruckt? Also die komplette Wand wird mit Anime beziehungsweise Bildern voll sein. Dann haben wir hier eine Pikachu-Lampe, die auch sehr, sehr wild ist. Mein Monitor, Ellis Monitor, ja. Meine beiden Monitore. Das Ding ist, ihr müsst wissen, Simi hat... Dieser Schreibtisch ist anders verwirrt, ich blick nicht durch. Wo ist was? Was ist diese Schublade? Wie dieses Maus... dieser Schreibtisch verwirrt mich anders, Digga. Wie soll ich da... Wie soll man Wichsen zocken, verstehe ich nicht. Ein Game. Das Mauspad Boba. Gaming-Tisch meinem Bro geschenkt. Ja, und deswegen haben wir keinen richtigen Tisch. Genau, und wir wollten eigentlich selber einen Tisch bauen. Digga, das Kabelmanagement. Schmutz. Wir denken uns, wir machen das alles einfach in der neuen Wohnung. Weil. Wisst ihr, was ich feier? Direkt hier zu machen, ja. Dann haben wir unsere To-Do-Liste. Influencer, wenn sie sagen, ich habe einen harten Job. Hier haben wir unsere To-Do-Liste. Ah, nee, ich habe schon alles abgearbeitet. Okay, es sieht aber so aus, als hätte dir gar nichts weggewicht. Also es sieht so aus, als wäre da nie was gestanden. Oh nein, Digga. Dann ist hier jetzt nochmal so ein kleiner Balkon. Nehmen wir jetzt auf jeden Fall weiter ins Schlafzimmer. Wir haben so viele Pflanzen noch draußen. BDSM-Zimmer. Aber hier jetzt ein paar grob hingestellt. Dann, die meisten werden jetzt sagen, was ist das? Todes Cringe. Ja. Ja. Entweder man fühlt es oder man fühlt es nicht. Die meisten werden es nicht fühlen. Ja, ich finde, es gibt einfach einen richtig geilen Vibe. Mhm. Ellie findet, es gibt auch einen richtig geilen Vibe. Das Bett stand davor so. Ja. Wir wollten es aber unbedingt so haben. Es ist ein bisschen zu groß. Ja. Aber was soll man machen? Aber wisst ihr, was richtig nice ist? Ich bin so ein Mensch, ich gehe immer nachts so oft auf Toilette. Ich stehe random auf und muss auf Toilette. Okay. I'm a crazy girl, I'm crazy, ich geh nachts pinkeln. Und ich schlafe immer auf der Seite, endlich auf der Seite. Dann stehe ich auf, ein Schritt und dann ist hier direkt eine Toilette. Finde ich chillig. Viel, viel geiler ist aber einfach, wenn man sich einpisst. Einfach vollpissen, Windel anziehen oder nicht, ins Bett pissen. Viel entspannter.
Gar nicht erst aufstehen, voll pissen. Und das ist halt so ein Luxus. Wirklich, das feiere ich so, 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 so sehr. Digga, erstmal Braunkohle. Ja, dann haben wir hier uns eine kleine Palme geholt. Mhm. Hier aus Tulum, aus Mexiko, auf jeden Fall. Traumfänger. Ja. Genau. Dann haben wir hier jetzt nochmal einen Balkon. Wichtig, viele Leute wissen nicht, dass der Schlafparalyse-Dämon, der bleibt im Traumfänger hängen. Das funktioniert. Beziehungsweise kleine Terrasse. Ja. Auch wild. Mhm, sehr das wild. Ding ist, wir könnten hier theoretisch einen Tisch hinstellen und manchmal hier auch frühstücken. Ja, alles. Das wäre übel geil. Voll die gute Idee. Lass mal einen Daumen hoch. Hier ist unser Kleiderschrank. Genau. Das, also es sind einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist genug. Ja, wirklich genug für beide. Dann haben wir hier jetzt noch das Badezimmer. Ich finde allgemein diese Optik und alles, wie alles eingerichtet ist, das findest du kein zweites Mal. Wie gesagt, ist ein Designerhaus. Für die Leute, die schreiben, das sieht gar nicht aus wie ein Designerhaus, ist es aber. Sind die mit einer 30 Quadratmeter Wohnung, werden das schreiben? Ja, und es. Oh, sorry. Sorry, dass wir. Sorry. Sorry. Sorry, dass ich nur in der 30 Quadratmeter Wohnung und meine Meinung hier. Sorry. Es hat, das klingt jetzt ein bisschen abgehoben, cringe. Aber es hat zweimal einen Preis gewonnen hier in Spanien. Was für ein? Für das Beste, also von der besten Architektur. Genau. Fact-Check, Chat, kann man hier mal schnell gucken. Und ja, hier ist die Badewanne, auch Todeswild plus Dusche, genau. Und jetzt gehen wir in den letzten Bereich, und zwar in den zweiten Stock. Das ist so mein Paradies. So, ich hatte noch nie ein Haus und ich habe auch noch nie irgendwo gewohnt, wo es zweistöckig war. Die Treppe ist eh sowieso full wild. Ich habe manchmal Angst, dass ich hier runterfalle. Die Treppe ist sehr geil, die geht nach oben und nach unten. Man kann die in beide Richtungen benutzen, das ist sehr cool gemacht. Vor allem, dass Taru hier runterfällt, aber no pasa nada. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zu Ellis Reich, würde ich mal sagen. Wir sind ein bisschen obsessed mit Schmetterling, auch auf dem Flohmarkt geholt. Hoffentlich hat sie die nicht selber umgebracht. Von 60 auf 20 ja, Euro runter. Junge, ich habe so gut gehandelt. Ich so zu dem Typen. Okay, wir haben nur noch 20 Euro. Also, nee. So, gehen wir runter auf 45 dann. Ich so, nee. Dann nur gehen 20. Wir. Und dann wollten wir gerade gehen und er so, ja, okay. Dann haben wir hier, das haben wir auch für 20 auf dem Flohmarkt ergattert. Dann haben wir hier Ellis Steine und alles. Meine Steine. Steine der Weisen. Nein. Auf jeden Fall, Ellis Ecke hat sie alles eingerichtet, finde ich auch todeswild. Sehr chillig. Ich chill ja auch das ein und ich chill da nicht. Das andere Mal, dann haben wir hier draußen Yogamatte. Die Terrasse. Yogamatte, einfach, einfach ein eigenes Fitnessstudio im Freien. Das ist ein vollständiges Gym. Ja, einfach drei Terrassen, das sieht so... Designerhaus. So wild aus. Hallo, muss es mit dem Wind jetzt hier oder was? Auch ein paar Geräte noch bestellt, aber... Zum Beispiel hier Hanteln, Black Roll, ja. Diese Gymbänder oder wie die heißen. Aber ich mach das meiste eh mit Eigengewicht alles und Ellie auch. Designer. So. Und die Terrasse ist zu wild. Wir wollten hier eigentlich einen Jacuzzi hinstellen, aber es lohnt sich halt nicht mehr. Das machen wir auch dann. Und wenn man irgendwo einen Jacuzzi hinstellt, muss man auch die Traglast beachten. Denkt dran, Wasser wiegt viel. Und wenn man das irgendwo hinstellt, dann... In unserer neuen Wohnung, beziehungsweise in unserem neuen Haus, falls wir dann wieder eine Terrasse haben, die so groß ist. Dann kommen wir zur Ecke, wo wir sehr, sehr oft chillen und einfach mal Filme schauen, dass es so gemütlich gibt. Filme schieben. Mal die Kamera. Stellt euch vor, ihr liegt hier so, ja. Und ist hier noch eine Chaya plus euren Hundi. Wie ihr seine Freundin durchgehend Chaya nennt. Hi! Hi! Was sag ich mit dem anderen Hund so, passiert? Das ist einfach zu wild. So, wir chillen hier dann meistens so, hier sind noch zwei Bilder, da ist eine Abstellkammer und einfach, Digga, wieso krieg ich hier malt Ellie immer einfach ein drittes Bad. Okay? Hier ist ein Bad und Leute, ich weiß, Leute denken sich so, was passiert hier gerade, aber... Was ist das für eine Badewanne für kleinen Wüchsen? Ich pflanze gerade Pflanzen um. Digga, und wieso krieg ich immer Hublot-Werbung? Ich zeig's euch mal, ich bin stolz drauf. Gut, das freut uns doch, das ist doch schön. Dann wünsche ich euch da alles Gute. Die Ansage an Simax ist an der Stelle raus.